Hallo liebe Zuschauer, ich bin heute zu Besuch bei Regina Clara Herwig in Rösrath. Regina ist Ingenieurin für Städtebau und hat über 30 Jahre als Stadtplanerin in Köln gearbeitet. Sie ist jetzt seit 11 Jahren Transformationstherapeutin. Wie kam es denn, Regina, bei dir zu dem Wechsel und was kann man sich denn unter Transformationstherapie vorstellen? Ja, ich habe früh gespürt bei der Stadtplanung, das war nicht alles, da ist noch mehr und ich wollte noch mehr entdecken. Städtebau entwickelt sich in der dritten Dimension, in Dreidimensionalität und ich wollte noch mehr und bin seit über 30 Jahren auf der Suche und hatte so also den Impuls, mehr Tiefe zu entdecken und weiß mittlerweile, dass die Tiefe in uns oder das Eigentliche in uns liegt. Und so habe ich vor 20 Jahren schon die psychologische Beratungsausbildung gemacht und sehr viele Seminare. Und bei der Transformationstherapie ist es einfach so, dass die Menschen über ihre Gefühle ihre Themen lösen können. Es geht darum, dass man wirklich tief in sich spürt, was ein Ereignis oder ein Thema mit mir selber macht. Und dann kann es sich wandeln. Das ist im Grunde die Arbeit bei der Transformationstherapie. Okay. Du bietest in deiner Praxis auch Tierkommunikation an. Wie geht das denn ab? Ja, da bin ich vor 9 Jahren zugekommen, dass ich die Fähigkeit habe, mit Tieren in Kontakt zu kommen. Dazu brauche ich eigentlich nur ein Foto von einem Tier und nehme dann über die Augen Kontakt auf. Und wenn die Menschen mir dazu ihre Fragen stellen, und meistens gibt es ein Problem oder das Frauchen ist krank oder das Tier ist krank, und dann kann ich die Fragen stellen und die Tiere erzählen mir dann, was im System nicht stimmig ist. Und ich höre raus, dass sie für ihre Menschen was tragen oder was spiegeln, zeigen, wo es schief läuft durch ihr Verhalten. Und Anfang des Jahres hat es sich auch so ergeben, dass ich in Gesprächen mit traumatisierten Tieren, so aus Südeuropa oder aus dem Balkan, die Streuner waren oder schreckliche Erlebnisse hatte, dass ich da mit der Transformationstherapie Lösungen bekomme mit dem Tier. Und die Tiere sind da viel offener, weil eben die Tierkommunikation auf Seelenebene passiert und die Tiere da viel offener sind als wir Menschen mit unseren Zweifeln und beurteilen und in Frage stellen und unserem Ego, geht das bei Tieren dann viel einfacher. Wie ist das denn jetzt zum Beispiel, wenn jetzt ein Hund aus dem Balkan kommt, der spricht da kein Deutsch, sag ich mal so doof, ne? Wie kann man sich das vorstellen? Ja, es ist ja so, dass ich die Information über Schwingungen aufnehme. Also ich habe gelernt, auch durch meinen früheren Beruf, wirklich strukturiert meine persönlichen Gedanken und Beurteilen, Interpretationen zur Seite zu stellen und die mich zu öffnen für die Schwingung des Tieres. Und die übersetze ich quasi in unsere Worte. Und deswegen, ich habe das einmal erlebt mit einem Tier aus England. Das war von englischen Menschen. Das Tier war verstorben und ich sollte ihm Fragen stellen. Und es war so witzig. Er hatte diesen englischen Humor, dieser Hund, und sprach aber in der Ersatz. Folge, also in Wortfolge, wie es in der englischen Grammatik ist. Ganz merkwürdig und kamen auch so einige englische Worte, aber ich habe es schon in Deutsch aufgeschrieben. Also ich schreibe dann immer das Gespräch mit und er hatte sich schon amüsiert darüber, dass ich eben diese Bedenken hatte, ob ich sein Englisch verstehe, aber er sprach, ich habe es also in die Schwingung habe ich quasi in Deutsch schon übersetzt. Also es ist, man kann es nicht richtig erklären. Es ist ähnlich wie bei, wenn man Radio hört, es kommen Frequenzen an und
Ich übersetze es quasi in unsere Worte und schreibe dann immer mit, und das Protokoll bekommen dann die Menschen als Antworten. Du hast auch ein Buch zum Thema geschrieben, und darin berichtest du, dass du mit einem Tiger gesprochen hast aus dem Zoo in Münster. Ja. Ja. Erzähl mal kurz, das ist dieses Beispiel mit dem Tiger, finde ich ja cool. Ja, also das war, hatte sich so ergeben, dass dieser Tiger im Zoo in Wärter getötet hat, weil der unachtsam war und das Tor nicht richtig geschlossen hat. Mhm. Und dann war ein Foto von diesem Tiger in der Zeitung. Mhm. Und ich habe über das Foto Kontakt aufgenommen, weil ich wollte wissen, was steckt dahinter. Mhm. Und als ich diesen Kontakt zu dem Tiger bekam, lief es mir wirklich Schauer über den Rücken, weil ich diese Kraft auch spürte von diesem großen Raubtier. Mhm. Und er hat mir aber so eben das geschildert, dass es mit dem Wärter nicht so in Harmonie lief. Der war eher so überheblich und hat das immer mit Genugtuung die Gitter zugemacht. Mhm. Also das war, er hatte da Ablehnung gespürt und deswegen hat er nur auf so einen Moment gewartet, der Unachtsamkeit. Mhm. Auf der anderen Seite hat er mir auch geschildert, dass er diesen Job gerne macht, obwohl er eingesperrt ist, weil er es nicht anders kennt, dass er eben den Kindern, die mit offenem Herzen kommen, das zeigen kann, wie so ein Wildtier aussieht dass die Kinder das spüren können. Und dieser Tiger hat mir gesagt, ich soll dieses öffentlich machen. Und so ist eigentlich das Buch entstanden, dass ich mich getraut habe, diese Botschaft auch zu schreiben und öffentlich zu machen. Okay. Mal das. Naja, ist ja auch ein heikles Thema, sag ich mal. Zu allgemein. So. Genau. Ja. Du hast jetzt ein zweites Buch geschrieben, was im kommenden Jahr erscheint. Ne? Und dabei geht es um die Haustiere. Was haben denn die Haustiere für uns Menschen für eine Botschaft? Ja, ich habe mich also bei diesem zweiten Buch auf die Haustiere konzentriert, weil die in einer besonderen Symbiose zu ihren Menschen leben und sehr intensiv mitbekommen die Probleme im System, im Familienkonstrukt oder vom Frauchen oder Herrchen, teilweise Krankheiten tragen oder Themen zeigen und eben auch diese Heilung mit der traumatisierten Tiere. Da haben die Tiere wirklich Botschaften für ihre Menschen und oft kommen auch Botschaften, die dann für uns alle gültig sind. Und das fand ich einfach so wichtig, dass das in die Welt geht und dass das viele Menschen erreicht. Nicht nur jetzt die Menschen, die es speziell betrifft, die Botschaft, die vielleicht dadurch die Chance haben, vielleicht näher ihre Themen zu untersuchen oder mehr in sich zu spüren. Viele tun es, weil sie merken, nein, das Tier soll nicht durch meine Probleme leiden, dass sie dann ihr Thema lösen. Das so spüre ich, dass ich also in viele Richtungen wirken kann mit dieser Aufklärungsarbeit. Du hast mir erzählt, du hast auch mal ein verlorenes Tier wiedergefunden oder dafür gesorgt, dass es wiedergefunden wurde. Ja, zum Beispiel, das ist zum Beispiel, wie ich Informationen empfange. Manchmal kommen Bilder. Es war zum Beispiel ein kleiner Kater, der war verschwunden ein paar Tage und er hat mir dann ich habe Kontakt aufgenommen, er hat mir geschildert, ich bin ganz in der Nähe. Und hier sind Kartons und dann bekam ich ein Bild von unten, so auf ein kleines Fenster mit Gardinchen und Gittern. Und das habe ich eben dem Frauchen geschildert und er sagt, ach, das kann ja nur da und da sein. Das Fenster, so wie es beschrieben ist. Und da haben sie dann den kleinen Kater befreien können. Er war eingeschlossen in eine Wohnung, wo gerade eingezogen wurde. Und das waren die Kartons halt. Und eben über dieses Fensterbild kamen die Menschen drauf, wo das Tier ist. Und dass es eben nicht weit weg ist. Also er war ganz in der Nähe, innerhalb des gleichen Hauses. Von daher können natürlich nicht genau beschreiben, ich bin nur nebenan, sondern... ja, ich verstehe das. Man kann sich das, glaube ich, vorstellen. Ja. So habe ich es auch zum Glück oft geschafft,
verlorene Tiere oder eingesperrte Tiere wieder zu finden, aber auch vermittelt Tiere, die, das machen ja Katzen schon mal, die das Haus verlassen und nicht wiederkommen, vermittelt, dass sie wieder gefunden werden und auch zurückkommen oder eben sich mit der Situation arrangieren. Also das ist so vielfältig. Ja, finde ich total interessant. Vielen Dank, liebe Regina, dass du mit uns und den Zuschauern ein wenig Einblick gegeben hast in deine Arbeit. Mhm. Wer von euch, liebe Zuschauer, Interesse hat an der Regina, an ihrer Arbeit, wir verlinken wie immer ihre Seite und im Informationsfeld unter das Video. Und dann könnt ihr, wenn ihr wollt, mit ihr Kontakt aufnehmen. Ja, ich sage vielen Dank für dich, für die Zeit und vielen Dank an die Zuschauer fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.